Hallo liebe Leute, willkommen zu einem Update-Video. Ich war leider sofort eigentlich weg. Ich hatte eine Unterzuckerung, ein Hypo nennt man das beim Diabetes. Ja, sondern einen Überzucker, also zu viel Zucker im Körper, zu wenig Zucker im Körper, und konnte dadurch nicht mehr so leistungsfähig sein und musste sofort ins Krankenhaus mit meinem Vater zusammen. Er hatte Herzprobleme, rasendes Herz, und deshalb konnte ich mich nicht mehr verabschieden von euch. War jetzt diese 5-6 Tage weg, hatte kein Internet, nichts, keinen Empfang zum Internet, konnte euch also nicht Bescheid sagen, was ich habe und so. Aber jetzt bin ich ja wieder da und ja, ich hatte viel Zeit zum Nachdenken. Ich bin zwar noch unkonzentriert und einfach nicht up to date, fast eine Woche. Und sage jetzt momentan noch nicht allzu viel, weil ich eben so extrem unkonzentriert bin, dass ich zuerst einfach mal ein bisschen zur Ruhe kommen muss, mal ein bisschen ausschlafen muss und alles Mögliche. Ich schaue, dass ich einen Part machen kann von Minecraft. Die anderen Parts kommen dann, wenn ich soweit bin. So, wir schauen kurz mal in die Map. Das ist die Server-Map. Das ist die richtige. Ich bin gar nicht mehr up to date. Dann schauen wir mal. So, Minecraft laden bitte. Sind halt viele Mods. So. Ich habe da, glaube ich, schon ein bisschen genau ausgegraben. Und dann mit dem Ausgraben habe ich eigentlich gemerkt, oh je, jetzt geht's bergab. Ich kann nichts mehr machen. Und ja, da dachte ich, ich lege mich ein bisschen hin und dann bin ich so extrem schwach und müde war, dass ich eingeschlafen bin, und dann war es zu spät, Muss der Krankenwagen für mich auch kommen. Also er kam für meinen Vater, aber ich ging dann auch mit. Und ja, dann haben sie mich wieder ein bisschen aufgepöppelt. So, der Bauer Sepp, der hat hier mal die Position gewechselt, damit er hier nicht immer hier runterfällt. Und ich bin gar nicht mehr so up to date, sorry. Aber ja, mal schauen, was man dann im nächsten Part machen kann. Ich habe mal gedacht, ich werde hier drüben in diesem Forest ist eigentlich hier friedlich. Ja, gut, dann kann ich umsonst Ding. Also, wir haben ja gesagt, dass wir hier unten in dem Brachland. Was ist jetzt schon wieder die Minimap? Hallo? Ja, da muss ich kurz schauen. Steuerung. HJ. Genau. Also hier in diesem Brachland werde ich Barbaren reich machen. Und in diesem, was ich jetzt euch zeigen will, will ich so ein japanisch-chinesisches Drachenreich machen. Und eventuell so ein paar Drachenstatuen oder so hinbauen. Sieht jetzt anders aus, als ich es mir in Erinnerung habe. Aber ja, es sieht schon ein bisschen japanisches aus. Sonst nehmen wir ein anderes japanisches Zeugs. Oh. Finde es richtig schön. Am Meer werden wir ein bisschen Urlaubszeugs machen, mittelalterliches Urlaubszeugs. Ja, die hatten auch schon ein Urlaubs-Südsee-Klima-Zeugs dort in Europa. Nein. Ich finde es sehr nostalgisch von meinem Let's Play. Ist ja nur eine halbe Woche her, aber ja. Jo. Und wir haben ja noch ein großes, nicht ganz so großes, aber ein schönes Gebiet gefunden, wo wir dann
Etwas Magisches machen. Wir haben viel zu tun, also richtig coole Sachen. Jo. Und dann gehen wir in Twilight Forest. Wir werden wieder in den Nether gehen. Und so weiter. Also es wird richtig tolles Zeugs geben. Ja. Hier sind die Bäume gewachsen, auch schön. Ah, schön. Ja, ich bin gespannt, was ich so hier in diesem Let's Play kommen wird. In den anderen Let's Plays habe ich natürlich auch noch einige Sachen geplant. Und neue Let's Plays werden kommen. Und ja, ich bin eben ein bisschen unkonzentriert noch und ein bisschen ruhig. Aber ja, schauen wir mal. Hier haben wir nichts so Wichtiges, aber hier haben wir das, was ich geangelt habe noch. Kein Klo habe ich geangelt, ein Mixer und so weiter. Das werden wir alles anschauen in Let's Play. Ja, schön das Holz haben wir hier. Jetzt müssen wir noch zum Stein gehen. So, da ist der Stein, den ich so gefunden habe, hier unten im Graben. Und den Zeh habe ich da noch ein bisschen gehalten. Dann machen wir das Lager dort unten und so weiter. So. Ja, ich freue mich. Ich freue mich, weiterzumachen und ihr freut euch sicher auch, dass es weitergeht. So etwas plötzlich ist es halt immer so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen? Schreckend. Aber es ist ja gut, dass ich wieder da bin. Und jo, also ich ruhe mich jetzt zuerst einmal ein bisschen aus, dann mache ich einen Part, dann lade ich ihn hoch und ja, viel Spaß da. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Sonst, ja, es ist ja nicht so wichtig. Und Dankeschön. Bis zum nächsten Mal, euer Drago Basa. Tschüss.